Ja, hallo. Also, wir haben heute den 17. Januar 2021. Es hat hier ja sehr viel geschneit. Liegt auch schon seit, ja, also schon relativ lange Schnee. Es taut zwar, aber ich habe trotzdem mir ein bisschen die Vögel gefüttert. Und da finde ich immer solche abgebrochenen Fichten, die finde ich immer total optimal dafür zu füttern. Da kann ich dann meinen Meisenknödel, der hat kein Netz, den kann ich dann hier irgendwo reinlegen. So, muss ich hier reinlegen. Und dann fällt er nicht direkt runter. Ups, da ist er. Na, der soll ja nicht am Boden liegen. Und dann, damit die Vögel den finden, habe ich den Apfel, der leuchtet schön rot. So direkt daneben. Da reagieren die dann drauf und fliegen das hier an. Ja, was ein bisschen schade ist, also im Schnee sind keine Spuren von Vögeln. Schade. Im Wald sind ja nicht so viele Vögel wie jetzt so am Waldrand oder so, aber hier ist ein bisschen offen. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass das denn funktioniert. Ja, vielleicht gibt es ja ein paar, die sich davon inspirieren lassen, das vielleicht auch zu machen. Ne, nicht einfach nur in Schnee rausfahren und die Landschaft angucken, einfach einen alten Apfel mitnehmen, einen Meisenknödel dazu. So abgebrochene Fichten stehen überall rum oder einen alten Zaunpfahl. Vielleicht da einklemmen. Ja, wäre ganz lieb, wenn er da vielleicht, wenn er das gut findet, dann könnt ihr das Video teilen. Ich stelle das auch noch mal bei YouTube rein. Und ja, so als kleine Inspiration.